Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, es macht jetzt momentan riesig viel Spaß, hier aufzunehmen und es euch eben hochzuladen und so. Ich habe ein bisschen wieder gefarmt, habe ein paar Level bekommen, denke ich. Der Schaden auf 180 pro Sekunde gemacht und ja, jetzt auf jeden Fall hier rüber gebaut. Und ja, zuerst einmal Elemental Overlord zu nehmen. Und dann, ich glaube Agility oder Stärke. Also Might oder Agility. Muss ich dann nochmal genau schauen. Und dann Cast Speed. Und auf jeden Fall dann auch wahrscheinlich hier nach oben, oder? Oder nur bis hier und hier nach oben. Ja, irgendwann werden wir schon herausfinden. So, also, paar Mabel Runs gemacht. Akt 1 also Akt 1 Boss gemacht. Und nehmen wir mal die raus hier. Da ist ein neues Muttering Essence of Zero. Ja, macht einfach irgendwie ein 45er Item oder darunter. Das da. Und tut in die Waffe ein Sockel, ein Level von Cold Sockel Gems. Und wo haben wir die? Da. So, also die hier oder? Irgendwie eine Mischung. 4 Torment. 4 haben wir noch nicht. Gut. Und der hier gehört hier hin. Das ist Hearted, Condept, Greed. Ja, ja. Machen wir das so. Später dann alle einzeln machen. Gut. Dann haben wir hier ein paar Orbs. Genau. Die hier, die gehören alle hier rein. So. Und Gems haben wir noch und dann haben wir alles Items. Gut. Also ein Fall Ground Slam. Ich bin jetzt in einer Fall Aria gewesen. Das sind so kleine Minimaps, die nicht viel Anständiges bringen. Ja, dann wir mal die Sachen hier rausnehmen. So. Schauen wir die mal alle an. Feuer, Schaden. 7 Attribute haben wir da auch. Ja, weniger, aber. Ja, genau. Da brauchen wir Dexterity. Tja, aber das ist gut. Feuerschaden. Ja. Wir lassen die Rarity, oder? Ja, wir brauchen nicht so viel Schaden. Lassen wir noch mal, ja, wie soll ich jetzt die? Ich leg die mal hier rein. Dann haben wir hier 10 Intelligenz und so. Ja, brauchen wir Stärke. Und hier, was ist jetzt Stärke? Intelligenz. Ja, Resistenzen sind auch wichtig. Ja. Resistenzen sind noch nicht ganz so wichtig. Ah, Rarity. Kann ich dann auch gebrauchen fürs Magic Finden. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben auch keinen Beschwör. Lightning ist ja auch nicht uns so. Legen wir hier rein. Ja, können wir wegwerfen. Also weg. Verkaufen, vertauschen.
Ja, Projektilspeed, nix. Den können wir noch hier rein tun. Cold Damage ist auch nicht so unser Fire Damage. Also zwei und. Ist auch nur Intelligenz, nicht Stärke. Jetzt könnte ich das eigentlich umtauschen, oder? Hat nicht so viele Magier-Attribute. Ist schwer. Jetzt haben wir einen Sockel zu wenig. Ja, Lightning War brauchen wir jetzt momentan nicht. Wenn wir jetzt die hier rein tun? Ja. Gut. Ja, brauchen wir nicht. Mal hier hin. Ist immer noch. Und hier haben wir Freeze. Ja, die Tränke werden zu schnell schlecht. Machen wir nicht. Also. Weglegen, Orbs wieder rein, die verkauften, also umtauschten. Gut, dann gehen wir weiter. Was war das für ein Drache? Ich irgendwie von einem optischen Ding, wo man kaufen kann beim Shop. So, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Das ist eine Frage. Nein, kurz hier schauen. Ja, eigentlich müssen wir zum... Ja, wir gehen zuerst zur Spinnenhöhle. Ah, Spinnenhöhle. So. Gut. Na? Oh, sollen wir das schon machen? Nein, das machen wir noch nicht. Wir haben so wenig Stärke, wenn wir da zu viele Games hochleveln, dann steigt unsere Stärke, die wir brauchen auch. Und wir brauchen eigentlich den Ding gar nicht mehr, den Flametoten. Ja, lasse ich ihn noch ein bisschen. Zur Unterstützung auf jeden Fall. So, schauen wir mal, wo der Wald ist. Dann finden wir auch den Eingang. So, ich habe ihn jetzt mal hier unten hingetan, dass er sich nicht levelt. Ja. Und ja, jetzt brauchen wir Overload, hä? Gut. Dann muss er hier drüben sein. Ja, kann sein. Glaube ich nicht so Indizen. Hä? Oh, ein Gamecard Prism. Das ist mal etwas Geiles. Mit dem kann man die Games hochleveln. Bis 20. Und ja. So kommt. Was ist denn das für ein schlechtes. Roll von der Karte. Also. Schneller laufen. Ja, es ist diese Seite. Habe ich es mir schon gedacht, aber wir sind nach oben und anstelle von unten. Ja, ja. Also jetzt wird es in den nächsten Part, denke ich mal, recht schnell gehen. Ende Akt 3 könnte es wieder langsamer gehen, weil das wird danach wieder ein bisschen schwer. Auch für mich. Und in Akt 4 müssen wir dann schauen. Also da muss ich mich dann recht gut schützen. So, ich gehe lieber runter. Ich habe immer das Gefühl, ja, da ist gar nichts. Ich habe hier immer das Gefühl, dass direkt die Seite, wo mich anschaut, immer falsch ist, immer eine Sackgasse hat.
hier oben durch. Also die Spinnenhöhle ist ein Labyrinth, das ist nicht fair. Aber auch nicht mehr so schlimm. Und hier haben wir schon mal eine ja, ich weiß noch nicht den Namen. Eine Essenz. Ja, Essenz League. Ja, es ist gut zu merken, hoffentlich. Oh, Silberkön. Oh, da kommen Geister. Ah, das ist wieder der neue. Und ein größerer neuer sogar. Condagnon. Condagnon ist. Ja, Chaos Damage. Brauchen wir nicht. Schade. Ich gehe jetzt mal hier oben hier durch. Da haben wir nochmals einen. Oh. Herausfordernd. Sorrow. Ja. Das ist der ganz neue, den ich euch gezeigt habe. Nicht der vorige, aber. Was ist jetzt hier so hakelig? Irgendwie habe ich das Gefühl, etwas bremst Powerful Excel auf meinem PC. Immer dieses Hakeln. Keine Ahnung. What is this, the server? Keine Ahnung. Ich will aber niemand da beschuldigen. So. Schreibt mal in die Kommentare, wer sich auch so auf die Videos freut. Es werden gut geschaut und recht schnell kommen die Zuschauer, aber ja, nach einiger Zeit hört es auch wieder auf, weil dann die Videos nicht so angekündigt mehr sind, oder? Aber ich will mal fragen, wer sich freut auf einen Part und wie oft ich denn das machen soll. Weil es ist mein Lieblingsprojekt und ja, ich freue mich einfach mega, euch dies zeigen zu können. Weil ich teile ja sehr viel mit den Zuschauern. Ich spiele nur wenig alleine. So, jetzt kommt die Spinne. Ich hoffe, es hört auf zu lecken. Ja, ist jetzt nicht mehr so. Ja, es ist noch ein bisschen hakelig, aber. Nun gut. Es sind halt Online-Spiele. Ich mag nicht so gerne Online-Spiele. Schon toll, wenn man mit anderen mitspielen kann. Aber. Ja, es hat immer so viele Probleme. So kommt kein Orb. So, jetzt. Ja, die Spinne ist so leicht. Ich habe schon so gut gelevelt. Oh. Aber auf Merciless ist, glaube ich, recht stark. Aber da ist man selber schon recht stark. Das ist das Problem. Ja, ja. Wir werden es ja dann sehen, wo wir dann die Schwierigkeiten haben. Akt 4 werden wir Schwierigkeiten haben. Das sage ich schon voraus. So, jetzt muss ich kurz schauen. Ja, Concentrated Effect könnten wir schon kaufen. Aber noch nicht nehmen hier raus. Controller Destruction ist da der Gem, den wir brauchen. Elemental Focus ist ja auch etwas, was ich gebrauchen könnte. Und Fast Casting. Also hier müssen wir einfach die Sachen kaufen. So. Und zwar hier. Als Elemental Focus. Nein, Control Destruction. Ich werde hier nochmal einen kaufen. Hier zwei. Calling Strike. Nö. Cold to Fire. Zwar nett, aber nein. Ist jetzt nicht nötig. Also Fallen haben wir nicht. Minion Speed. Minion Speed werde ich mal einen kaufen. Minion Life auch einen. Concentrated Effect. Nehmen wir zwei.
Critical Strike brauchen wir nicht. Power Chuck brauchen wir auch nicht. Das erhöht die kritische Trefferchance, wenn wir die haben. Und das ist nicht nötig. Und hier machen wir mal 3. So. Ist ja nur Orb of Alteration. Das ist nicht so teuer. Also. Ich möchte gerne Lightning Damage rausnehmen. So, und dafür den Faster Casting reinnehmen. Und Concentration Effekt rein. Die rein. Elemental Focus. Es ist jetzt einfach das Problem, dass wir hier falsche Farben haben. Dann nehmen wir die mal raus. Wir brauchen unbedingt 2 blaue und ein grüne. Ja. Gut. Dankeschön. Und eben einer von diesem Focus. Nein. Control Destruction. Aber Element Focus ist eigentlich momentan noch besser, oder? Aber dann haben wir auch Feuer. Ja. Also Flammen. Brennen. Gut. Ja. Die machen wir hier rein. Ja, okay. So. Also. Gut. Wir brauchen unbedingt mehr Sockel dann in einer guten Rüstung. Ja, da können wir 6 Sockel haben. Gut. Machen wir die hier rein. Ja, Conanion ist, ja, das Gift, genau. Hm. So. Hallo. Na, da können wir den Stein gleich reintun. Also hier habe ich schon einen reingemacht. Wenn wir ein Rock Exile, das sind die bösen Exilanten, besiegen, bekommen wir noch mehr Rares über. Und die haben, glaube ich, auch Corrupted manchmal und so. Ist echt gut. Und in einer Wahlarena, eben diese kleinen Minimaps mit den Fallgems, finden wir einen Fallorb. Und der Fallorb, mit dem kann man, glaube ich, Items corrupten. Aber ich kenne sie nicht so. Also ich habe 23 MS. Frame Time ist hier tiefer. Hm. Und dann diese Sprünge wieder. Ah, das sind die FPS. Und die Frame Time sind einfach die Millisekunden. Also ihr seht, manchmal geht es ganz tief runter und dann geht es wieder mal hoch. Das ist irgendwie komisch. Seht ihr? Es gab wieder so einen komischen Lag. Das liegt nur an diesem Spiel. Nur an diesem Spiel liegt das. Verstehe ich nicht. Ist es nicht gut optimiert oder keine Ahnung. Gut, dann gehen wir ja direkt in die Camp of Sins, glaube ich. Steht das ja? Ja, genau hier, Camp of Sins. Oh, da ist schon der Boss, der Gebietsboss. Der keine Chance hatte. Aber ein bisschen genervt hat mit seinem Knockback. Oh, Grüße. Eine Essence. Ja, genug. Oh, der ist sogar noch corrupted. So. Die haben wir schon genug, aber die können wir dann alle mal ein bisschen hochstufen, allesamt, wenn wir genug zu viel haben. In einer Kiste. So.
Okay. Hier oben irgendwo. Was ist das gewesen? Wo ist der Geist? Da. Ganz in der anderen Seite. Hallo, ich habe den Ding nicht mehr, der Feuerbar. Wieso wird das eigentlich immer wieder weggenommen? Das ist doch unnötig, dass immer alles weggenommen. Was? Frechheit. Ja, die sind am Anfang noch ein bisschen nervig. Und man hat halt noch nicht die Zaub, die einen so richtig verfolgen und so. Die der Gegner so verfolgen, meine ich. So, jetzt kommt hier eine Etage, die ich ein bisschen schlechter finde als früher. Wenn die ganze Zeit dieses Chaoszeugs auf dem Boden verteilen. Der auch ein bisschen laggy ist. Und gut. Vielleicht ein PC manchmal neu starten, bevor ich Path of Exile aufnehme, beginne. Nun gut. Hier auf normal kann man es eigentlich ignorieren. Das ist so ein schwaches Gift. Da braucht die überhaupt keine Resistenzen. Also es ist einfach nervig. Ein bisschen Ablenkung. So. Ein paar Spinnen besiegen. Hier können wir noch hoch. Aha. Nächste Essenz. Und das ist immer gebietsabhängig, wie hoch das Gebiet ist. Je höher, desto größere Essenzen. Noch natürlich neue, bessere Essenzen kommen. Also wieder ein Greed-Essenz. Okay. Ganz viele Rares hat es hier. Oder Champions. Ja, sind ja Champions. Die Rares sind nämlich die gelben. Gegner. Gegnerz. Aber der Gang zum zweiten Stockwerk ist irgendwie nicht hier. Die Treppe. Die finde ich nicht. Schon wieder der Lower Master. Ich habe einmal jetzt den Rüstungsmeister gefunden. Und das war ganz easy. Das war so ein Mini-Dungeon. Und später hatte dann Zeitlimit. Dann wird es langsam ein bisschen schwer. Muss man schnell einen Geist finden und dann wieder zurückbringen. Aber irgendwie wird er in den Part nicht reinkommen. Also ich werde, wenn ich ihn mal finde, kurz in den Part vielleicht reinschneiden. So, der ist schon Level 3. Okay. Dann können wir nachher noch kurz schauen, was wir so machen können. Der Part wird langsam spät. Dann machen wir zum Waypoint und machen das dann im nächsten Part hier. Damit ich euch das noch zeigen kann. Weil ich will nicht allzu lange Ding. Ich werde hier noch ein bisschen verbleiben. Ich will nicht allzu lange die Parts machen, weil sie eben allzu lange dann zum Hochladen brauchen. Weil YouTube da irgendwie Probleme hat, dann plötzlich mit dem Upload-Länge. Ab 30 Minuten geht alles viel länger. Tendenz immer wie steigender. Der Ice Nova wird später manchmal ein bisschen stark, da muss man einfach Eisresistenz haben. Mal schauen, wie es sich so Ding. Also, es ist so, ich werde wahrscheinlich oft sterben.
Weil ich tue einfach aus zeige aus Gründen des, ja, ich zeige euch mal Sachen, nicht so auf meine Verteidigung achten. Mann, ich habe so einen guten Feuerball und ich verwende ihn nie. Es ist einfach noch zu wenig Aoe. Wir müssen schnell zum Templer kommen dann. Gut. Was wollte ich machen? Genau, Overload. Na, das sind nur die normalen kleinen Spinnen, die auch ein bisschen nervig gemacht werden. So. Gut, machen wir bis hier. Und dann machen wir noch kurz den. Oh, was war denn das? Das ist ein neuer. Nein. Okay, Feuer ist schon gut. Also Jeweliersachen, okay. Ringe, Amulette. Was gehört noch dazu? Hm. Also ich will zurück, aber ich will noch kurz schauen. Da ist nichts mehr. Da ist der Haku. Okay, der Rüstungsmeister. Können wir noch kurz schauen? Mache ich doch den Part noch ein bisschen länger. Hi. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch den Ding zeigen. Den können wir jetzt betreten. Ja, einfach ein Gebiet, wo ihr für euch alleine seid, wo ihr Sachen hinstellen könnt und so weiter. Aber ich bin eben nicht so reingespielt, dass ich jetzt alles euch sagen kann. Ja, das ist so und das ist so. Da muss ich viel auch selber experimentieren. Könnte ich auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Aber ist es natürlich nicht. So. Hallo. Ein Part im Zeichen der Heere links. Oh. Boah. Ruhe. So, haben wir hier nichts mehr? Nö. Ja, das Zweihandschwert, ja, kann ich verkaufen. Irgendwas beschwört er jetzt, ob ich sehe es jetzt. Ah, die Monster wieder. Ja, ja. So schnell wie möglich raus, auch wenn wir kein Zeitlimit haben. Tschüss. So, der ist auch Level 2. Also ja, noch nicht Level 3, aber Level 2. Und jetzt können wir da in den ersten Akt gehen. So, schauen wir das mal an. Hochdach. Ja, eben der Armormeister, der hat jetzt auch noch neue Sachen zu verkaufen. Natürlich Waffen und Rüstung. Und Rüstung, weil er Armormaster ist. Und der Loremaster, der kann jetzt hier ein Hideout machen. Genau, Hideout. Verkauft schon rare Items. Flammability brauche ich. Da nehme ich zwei. Ja, kann ich nur einen nehmen. So, super. Toll. Also machen wir ein Hideout. Und jetzt können wir immer per Map hier reingehen. Das ist jetzt eine Bibliothek, genau, vom dritten Akt. Werden wir noch finden. Und ja, ich möchte gerne dieses Versteck. So, sind wir hier. Und jetzt können wir auch so einen Teil nehmen. Jetzt können wir tägliche Missionen machen. Das mache ich dann im nächsten Part, wenn wir das schaffen. So, ich möchte editieren. Und zwar den hier. Geht das jetzt schon wieder? So, ich möchte den hier oben hin tun. So. Und jetzt kann man mit diesem Blessed Font kann man jetzt Items noch stärker machen.
Wir brauchen Amulette. Schade. Dann machen wir mal ein Amulett. Wir machen jetzt mal aus. Ja, wir können das nicht. Schade. Und den hier. Energy Shield. Brauchen wir nicht. Ja, machen wir das mal, wenn wir das können. Ist halt noch wenig, weil der Heiling noch nicht gut genug ist. Reputation. Ja, für Daily Mission bekommen wir auch Reputation und ja, Items. Alles Mögliche. Also, Dankeschön fürs Schauen. Ich werde noch kurz zeigen, immer hier unten bei den Akten können wir dann in das Hideout gehen, was wir geclaimt haben. Und ja, im nächsten Akt, im nächsten Part werden wir eben diese Daily Mission machen und hier Camp of Sins und die Banditen jagen gehen. So, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Bastard. Tschüss.